Bastian Schulz live hier aus dem Trainingslager in Ankum. Ja, knapp 3 Wochen Vorbereitung sind es hinter euch, liegen hinter euch. Wie ist so die Vorbereitung bisher aus deiner Sicht gelaufen? Beschreib mal. Ja, du hast recht. 3 Wochen sind jetzt hinter uns. Das ist die Zeit, die dem Fußballer oder Sportler ja nicht so gefällt, weil man viel im Ausdauerbereich arbeitet. Aber ich denke, das Schlimmste haben wir hinter uns. Und ja, jetzt sind wir in Ankum, haben super Bedingungen zum Trainieren und sind froh, dass wir als Gruppe jetzt mal länger auch zusammen sind, auch nach dem Training und vor dem Training. Und ja, ich denke, das tut der Mannschaft gut. Ihr habt jetzt 3 Tage Trainingslager vor euch. Was nimmt man sich so vor für so ein Trainingslager? Du hast gerade schon gesagt, Teambuilding ist wichtig. Wetter ist jetzt so super optimal. Wobei ich schon heute gehört habe, es gefällt euch besser als irgendwie 32 Grad und trockene Sonne. Oder wie kann man das beschreiben? Ja, fürs Training ist natürlich besser, wenn es ein bisschen kühler ist. Und wenn es nass ist, ist natürlich auch super Fußballwetter. Ja, und hier im Trainingslager ist klar auch, dass das Team zusammenwächst, dass man viel Zeit miteinander verbringt. Und ich denke, das ist gut. Und die Möglichkeiten hier sind auch da. Und wir wollen diese auch nutzen. Die letzten Testspielergebnisse waren ja jetzt nicht so berauschend. Also 3 Niederlagen folgen. Jetzt habt ihr morgen Abend noch ein Testspiel. Was nimmt ihr euch jetzt dafür vor für das Testspiel morgen? Ja, die anderen Testspiele waren nicht so erfolgreich vom Ergebnis. Und ich denke, wir haben das mit dem Trainerteam auch aufgearbeitet. Und wir gucken jetzt positiv in die Zukunft. Morgen ist das nächste Spiel. Und ja, da wollen wir dann natürlich erstmal gut spielen, dann auch gewinnen. Das haben wir, den Anspruch haben wir in jedem Spiel. Und ich denke, wenn wir die Sachen halt beherzigen, die uns mit auf den Weg gegeben worden sind, dann wird es auch erfolgreich. Dann drücken wir euch dafür schon mal die Daumen. Kurz was hier zum Umfeld. Sie und Sporthotel Ankum, hier seid ihr im Trainingslager. Die Bedingungen, kannst du kurz was dazu sagen? Ja, wir kennen das ja schon, wir waren letztes Jahr auch hier und die Bedingungen sind super. Das Hotel, das Essen, aber auch die Trainingsplätze, die kurzen Wege zum Trainingsplatz. Wir können mit dem Fahrrad zum Trainingsplatz fahren. Ich denke, das ist super und wir sind sehr dankbar dafür, dass wir diese Möglichkeiten hier haben und wollen die natürlich auch optimal nutzen. Ja, dann weiterhin viel Erfolg und gutes Gelingen, Basti. Ne? Danke. Ciao. Bye. Dankeschön.